Oh, hallo. Ja, heute mal mit was ganz anderem. Willkommen in Bärstadt. Willkommen im Löwenzahn Fanclub. Ja, ihr seid richtig. Aber nein, das ist kein Bauwagen, noch nicht. Das sind Klemmbausteine. Ja, denn ich möchte heute mal dieses Video nutzen, um über ein ganz anderes Thema zu sprechen. Ihr seht, ich bin, wie so viele von euch, mit Klemmbausteinen, also mit Legosteinen aufgewachsen. Und ich war ein großer Fan. Ich hatte Piratenschiffe, ich hatte City, da hatte ich verschiedene Sachen, Tankstellen und was auch immer. Also ich liebte meine Legosteine und habe Stunden damit verbracht, als Kind das zu bauen. Jo, jetzt wurde man erwachsen und was ich nicht wusste, ist, es gibt viel mehr als Lego. Viel mehr Klemmbausteine. Und das ist echt klasse. Und ich finde es schade, denn wo meine Kinder auf die Welt kamen, dachte ich, ey, ich hatte Lego, ich hatte sehr viel Spaß mit Lego. Ja, Lego wird denen doch auch gefallen. Ich habe mich wirklich gewundert, was aus dieser Firma geworden ist. Denn ja, es gab Star Wars, es gab diese Lizenzprodukte, es gab auch noch City und so. Aber diese Sets, die ich kannte, also bei mir war das ja immer so, ich habe nicht immer ein großes Set gekriegt. Nein, das war damals auch schon teuer und ist heute noch teurer geworden. Aber wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war oder wir mussten, weiß ich nicht, irgendwo hin oder so, hat man schon mal ein kleines Set gekriegt, so ein 10 Euro, 15, ja, Mark waren es bei mir noch, D-Mark. Aber sowas gab es. Und dann dachte ich mir, für meine Kinder, du kaufst ja nicht immer so ein großes Set. Kann man ja auch nicht. Aber auch im kleinen Geldbereich, also 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, die Sets, tut mir leid. Also ich habe meine Kinder zwar auch ein paar Sets gekauft, aber da war kaum was drin. Weil ich habe das mit ihnen aufgebaut, ich habe mit denen gespielt und ich kann es beurteilen. Also so. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Warum gibt es denn das? Wie Piraten gibt es nicht mehr, es gibt keine Züge, es gibt das nicht mehr, es gibt das nicht mehr. Warum eigentlich? Jo, dafür gab es halt Star Wars und so eine Sache. Und sie bringen auch noch wirklich tolle Sachen raus, heutzutage aber immer mehr für Erwachsene. Okay, wenn sie meinen. Aber es gibt genug Alternativen und das soll auch kein Werbevideo sein. Ich bin von keiner Firma angewiesen worden, das hier zu machen. Aber es gibt eine Sache, die mir ziemlich auf den Senkel geht. Und das ist Legos Geschäftsgebaren. Das geht gar nicht. Also, wer es noch nicht weiß, meine, ihr guckt ja alle bei YouTube rum, habt es bestimmt schon gehört, aber für alle, die mit den Klemmbausteinen gar nichts am Hut haben, es gibt natürlich Mitbewerber. Also Lego hatte viele, viele Jahre das Patent auf den Legostein, die sie nicht erfunden haben, aber die sie weiterentwickelt haben. Und darauf haben sie Patente gehabt. Die sind ausgelaufen. Schon vor vielen Jahren. Und sie haben es geschafft, eine ganze Zeit lang die europäischen Gerichte zu bemühen, damit die Mitbewerber nicht auf den Markt kamen. Das war Megablocks und Mattel ist es heute. Naja, jedenfalls gab es schon damals, in den Ende der 90er, gab es Mitbewerber, die auch Klemmbausteine hergestellt haben, die genauso gut waren wie Lego. Und die hat man vom Markt verdrängt. Und wenn man heute in ein Spielwarengeschäft geht, geht man zu Toys R Us oder zu Spielemax. Toys R Us gibt es da, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Also bei uns jedenfalls nicht mehr. Spielemax gibt es bei mir auch nicht mehr. Aber wo ich da reingegangen bin, gab es nur Lego. Es gab nie was anderes. Und jetzt sind es seit ein paar Jahren so, dass es einige Marken gibt, die jetzt hier auf den europäischen Markt gibt und die sind richtig gut. Es gibt viele, die haben sich, die richten sich eher an Erwachsene. Es gibt wenige, was ich sehr schade finde, die Spielsets für Kinder herstellen. Und jedenfalls hat sich dann ein Markt entwickelt.
Und das finde ich gut, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und das sind gar keine Konkurrenten, sondern Mitbewerber. Und Lego sollte eigentlich das nutzen, um zu sehen, okay, da ist eine Nachfrage, wir können das ja auch bedienen. Sie haben es ja früher auch gemacht. Und es gibt halt Mitbewerber, die bedienen diese Nischen, die Lego gelassen hat und bringen Spielsets. Und Lego geht dagegen vor. Naja, gut. Gegen große Firmen. Okay, ich bin gegen Produktpiraterie, entschuldigt. Ja, also man muss nichts kopieren. Was soll das? Man kann sich hinsetzen und seinen Produktdesigner bezahlen und dann kann man tolle Sets auf den Markt bringen. Das ist richtig. Und da bin ich auch dafür. Also man muss nichts kopieren von anderen. Das geht gar nicht. Aber die chinesischen Hersteller, nicht alle, sind wir ehrlich. Aber der Großteil hat sich da schon einen Kopf gemacht und will diese rechtlichen Sachen, die es gibt, umgehen. Und das Problem ist die Lego-Minifigur. Die Lego-Minifigur, ich habe gerade keine hier. Die Lego-Minifigur ist ein 3D-Markenschutz von Lego für den europäischen Raum. Auf dem Rest der Welt gibt es das nicht. Und bisher, also die Jahre zuvor, war das so, dass die chinesischen Hersteller meistens in China hergestellt, also die haben natürlich in China hergestellt, aber sich meistens auf den asiatischen Markt. Die sich meistens auf den asiatischen Markt konzentriert haben und nicht in Europa. Jetzt ist es aber so, dass es einige tolle Läden gibt und auch tolle Händler gibt, die sich darum kümmern, dass diese tollen Hersteller hier auf den Markt kommen. Und Lego möchte das nicht. Lego will keine Mitbewerber. Sie werben aber mit Fair Play auf ihrer Webseite. Bloß, sie halten sich nicht dran. Und das ist eine Sache, deswegen mache ich dieses Video. Ich hasse es, wenn man so unfair ist. Man kann gerne vor Gericht das klären mit den Herstellern. Wenn man sagt, boah, nee, das ist Produktpiraterie, dann soll man sich mit den Herstellern vor Gericht treffen und dann wird das geklärt. Aber wenn man wie Lego jetzt gegen kleine Händler vorgeht und dort Existenzen auf dem Spiel stehen, das geht gar nicht. Und ich rede hier von dem kleinen Shop steingemachtes.de. Der hat, ist auch ein YouTuber, der hat den YouTube-Kanal Johnny's World, da berichtet er über Klemmbausteinsets aus der ganzen Welt. Ja, also verschiedene. So, der liebe Thorsten, der das macht, betreibt also mit seiner Familie diesen Shop. Hat einen Laden in Paderborn, war das, glaube ich. Und diesen betreibt er, dann ist er für diese Firma hier, für alle, die es nicht kennen, Human, Generalimporteur. Das heißt, für Europa. Das heißt, er kümmert sich darum, dass die Sets nach Europa kommen und an andere Händler verteilt werden, also verkauft werden und die dann verkaufen können in ihren Shops. Ne? Ohne so einen gibt es keine Sets. Also man kann es natürlich, jeder Einzelne kann selbst Sachen importieren aus China. Das schon. Aber wenn du einen Laden hast, dann wäre es schon gut, wenn du einen Generalimporteur hast. Dann hast du nämlich auch einen Ansprechpartner. Also du verkaufst, du kannst natürlich sagen, ah, ich kaufe jetzt 10 oder 100 Sets und bestelle die in China und lasse sie mir kommen für meinen Laden. Das kann ich machen. Das Problem ist bloß, wenn ich dann habe mir dieses Set gekauft und jetzt fehlt ein Stein. Ich gehe jetzt in den Laden, wo ich es gekauft habe und sage, du, da fehlt ein Stein. Tja, dann hast du nur noch die Möglichkeit als Laden zu sagen, ja, lieber Kunde, tut mir leid, warte mal bitte, weiß ich nicht, 2 Monate. Und dann, ich werde den Stein aus China anfordern. Das ist scheiße. Ein Generalimporteur kümmert sich um alles. Also, wenn er, der Laden, seine Sets über einen Generalimporteur bekommt, dann kann er auch sagen: Du, ich brauche hier Ersatzteile. Da fehlen 2 Steine. Keine Ahnung. Oder da ist irgendwas. Dann kümmert sich der Generalimporteur und er kriegt. Innerhalb einer gewissen Zeit kriegt er dann seine Ware und kann dem Kunden dann sagen, hier, pass auf, eine Woche und dann schicke ich dir das zu. Kein Problem. Ja. Und der Thorsten hat das gemacht für Human. Human ist eine
tolle Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, tolle Spielsets wie dieses hier auf den Markt zu bringen. Und ja, darum, da ist er Generalimporteur. Jetzt kam es aber dazu, dass er Anfang der Woche also vor 2 Tagen, ich habe ein bisschen Rücken, hat er die Nachricht gekriegt, ein Container ist angekommen, aber der Zoll muss das überprüfen. Ist nichts Neues, kann passieren. Wenn du aus China was importierst, dann ist natürlich, dafür ist der Zoll da, der kann auch deine Waren kontrollieren. Also gut, dauert das halt ein paar Tage länger, kostet ein paar Euro mehr. Der liebe Johnny, Johnny's World, guckt doch einfach mal, er hat ein Video veröffentlicht zu dieser ganzen Problematik. Ich bin kein Anwalt, ich kann dazu nicht viel sagen, nur das, was er in seinem Video gesagt hat. Aber jedenfalls, die Problematik ist, also dieser Container wurde halt vom Zoll überprüft, okay, ist eine normale Sache. Ja, was nicht normal ist, ist, dass bisher wird die Ware zurückbehalten, weil Verdacht auf urheberrechtliche Verletzung. So, das Ganze wäre erstmal auch nichts Besonderes, wenn es nicht da wäre, dass der liebe Johnny, also Thorsten, jetzt auf irgendeiner Liste steht vom Zoll, auf einer schwarzen Liste sozusagen, und kann nichts importieren mit seiner Firma. Und das ist ja fast ein Berufsverbot. So, und wenn das jetzt einfach so wäre, dass er hat was Illegales importiert und das wird rausgefunden und dann würde er auf diese Liste kommen, dann würde ich gar nichts sagen. Dann hätte er Scheiße gebaut und wäre selbst dran schuld. Aber das ist ja nicht so. Denn Q-Man verletzt keine Rechte. Q-Man hat eigene Figuren, ja, sieht man so einen, die sehen ganz anders aus als Lego-Mini-Figuren, die sind viel besser, also ich finde sie besser, das ist immer Geschmackssache, ja, die sind richtig toll, sieht man sie noch, hier hinten, ja, die haben so große Manga, große Bubbleheads, aber ganz toll gemacht, lässt sich wirklich toll mitspielen, habe ich schon mehreren Kindern geschenkt und sehr, sehr schön. Also jedenfalls, die haben eigenen Produktentwickler, die haben eigene Packungsdesigns, die kopieren keine Sets von Lego. Ich meine, da gab es ja auch mal irgendwelche Firmen, die das gemacht haben. Das geht gar nicht. Aber Q-Man kümmert sich darum, die entwerfen alles eigen. Ja? Aber die will dann jetzt natürlich, im Gegensatz zu vielen anderen chinesischen Herstellern, im Kerngebiet von Lego, nämlich im Kindergebiet. Das sind ja Sachen für Kinder. Das sind keine Vitrinen für Vitrinensachen, für die man sich ins Regal stellt, sondern damit spielen Kinder. Und das ist ja eigentlich mal die Kernzielgruppe von Lego gewesen. Seit Jahren vernachlässigen sie diese Zielgruppe leider. Und da gibt es natürlich Hersteller, die sagen, okay, Moment, da gibt es einen Markt, da machen wir was für. Und ich finde die super toll. Und sie bringen jetzt auch eine tolle Piratenserie, glaube ich, war das Piraten? Nee, Ritter wollen sie was entwickeln, eine neue Ritter-Serie. Ich hoffe, das klappt auch. Ich finde, Spielsets für Kinder gibt es viel zu wenige. Also außerhalb von Lizenzen. Und hier kann man auch Action machen und so eine Sachen. Super toll, eine tolle Steinequalität. Keine Unterschiede zu Lego. Lassen sich mit Lego-Steinen auch super verbauen. Ja. Und ja, die haben tolle Ideen. Also da gibt es keine rechtlichen Probleme. Ja. Lego will natürlich, dass keine der anderen, sie sind ja schon seit Jahren dahinterher und sagen, oh, ihr verletzt unsere Rechte, diverse Hersteller, wegen den Lego-Mini-Figuren. Das wäre Verwechslungsgefahr und die Leute könnten nicht unterscheiden, was Lego ist und was Q-Man ist. Ganz ehrlich, bei den meisten Sets oder bei vielen Sets ist es so, Lego teuer, scheiße, weil von der Qualität her, okay, geht so, aber vom Set-Inhalt ist es viel zu wenig, gerade bei den Spielsets. Ja, kannst du mir sagen, was du willst? Also das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Klingt ein bisschen krass, aber ist so. Und viele Hersteller haben einfach einen viel besseren Preis und haben auch Eigenentwicklung. Müssen auch Leute bezahlen, die das entwickeln. Ja, und auch Lego stellt in China her. Ist ja nichts Neues. Alles okay. Aber dann
lebt mit den Mitbewerbern. Aber da sind sie ja hinterher. Nein, sie verletzen unsere Rechte wegen den Lego, wegen den Figuren. Die haben einen Kopf, die haben zwei Hände und die haben zwei Füße. Ja, die haben eine Noppenaufnahme, weil man die natürlich auf den Klemmbaustein darauf stellen will. Naja, aber da gibt es einen Rechtsstreit und die Firma Bluebricks ist da auch mit involviert und ich drücke die Daumen, dass diese 3D-Marke gelöscht wird und dass es endlich einen fairen Handel gibt. Und das will ich einfach. So, jetzt hat aber Lego den lieben Thorsten, der ist ein kleiner Händler und ein Familienunternehmen, auf diese Liste setzen lassen. Denn so ist es jetzt raus, das war Lego. Also Legos Anwälte haben gesagt, du, da gibt es einen Rechts, der verstößt gegen unsere Rechte, setzt ihn auf diese Liste. So, toll. Damit, das wäre ein Berufsverbot für jemanden, der halt davon lebt, Sachen zu importieren. Und das geht ja gar nicht darum, ob sie Recht haben damit. Es geht darum, dass der steht auf dieser Liste, der kann dieses nicht mehr machen. So, jetzt ist die Ware, die steht im Hafen. Es kostet ein Schweinegeld, auch wenn es jetzt vor Gericht geht, dauert das 1, 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre. Das sind alles Kosten, die der Thorsten und seine Familie alleine tragen müssen. Und da sage ich, das ist ein No-Go. No-Go Lego. Tut mir leid. Also das ist keine faire Sache, mit der man untereinander umgeht. Wenn ihr was gegen die Mitbewerber habt, dann geht gegen Human vor. Sagt, oh, weiß auch immer, das ist ein Pappkarton und da sind Klemmbausteine drin. Das ist ja, keine Ahnung. Geht vor Gericht mit Q-Man und nicht mit irgendeinem kleinen Händler. Der kleine Händler versucht auch nur versucht nur seine Familie zu ernähren und sein Geschäft auszuüben. Das geht gar nicht. Aber gut, guckt euch das Video an von Johnny's World. Dann wisst ihr, warum ich dieses Video hier mache. Aber was ganz anderes. Denn Thorsten möchte nichts Negatives in die Welt bringen, sondern eher was Positives daraus nehmen. Und da hat er was ganz Tolles gemacht, wie ich finde. Er ruft zu Spenden auf. Nicht für ihn und nicht für diesen Rechtsstreit, sondern er ist der Meinung, und ich auch, es gibt auf der Welt oder gerade auch bei uns in Deutschland, gibt es Kinder, die haben ein Recht darauf, tolle Klemmbausteine zu bekommen. Und deswegen hat er die Sache ins Leben gerufen, nennt sich Bricks for Kids. Da wird Geld gesammelt für Klemmbausteine, die dann gekauft werden und dann in deutschen Kinderheimen verteilt werden. Und da bin ich hundertprozentig dafür. Ich habe auch schon gespendet. Es war nur ein kleiner Teil, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und da möchte ich euch alle drauf aufmerksam machen. Bricks for Kids. Ich verlinke das hier mal unten in der Videobeschreibung. Und wer Interesse dran hat, also es geht darum, dass Geld gesammelt wird und dann damit in China bei tolle Klemmbaustein-Sets gekauft werden, verschiedenster Art, diese nach Deutschland importiert werden und dann in Kinderheimen verteilt wird. So, dass die Kinder, wahrscheinlich zu Weihnachten, das dauert ja mal ein bisschen, bis was aus China hierher kommt, also, dass die Kinder eine tolle Überraschung haben und mit tollen Klemmbausteinen aufwachsen. Denn Kinder sollten einfach spielen können und sollten Spielzeug haben und ich bin wirklich dafür und unterstütze das. Und ich hoffe, da draußen, vielleicht habt ihr auch Interesse dran, das zu unterstützen. Vielleicht habt ihr Interesse auch, den Thorsten ein bisschen zu unterstützen. Guckt mal auf seiner Seite www.steingemachtes.de. Da hat er seinen Shop. Da hat er auch verschiedene Klemmbausteinsets. Vielleicht kennt der eine oder andere ja gar nicht. Human und Kada und Bluebricks und wie sie alle heißen. Und lernt was Neues kennen. Es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Sets. Auch von Lego gibt es tolle Sets, sage ich ja auch nicht. Ja? Und es ist ja egal, ich bin der Meinung, Klemmbausteine können viele verschiedene Mitbewerber vertragen. Es ist egal, ob es Lego ist oder ob es Kada ist oder was auch immer, das macht nichts. Es ist die Vielfalt macht's aus. Und je mehr, je vielfältiger etwas ist, desto besser. Wenn ich in einen Laden reingehe und
dort ist ein, ich weiß nicht, 10 Meter langes Lego-Regal, aber ich finde nichts, gehe ich wieder raus und kaufe was anderes. Ist da aber zusätzlich noch 5 Meter Kader und 5 Meter Blue Bricks und 5 Meter, weiß ich nicht, Q-Man, finde ich was. Wahrscheinlich finde ich dann was. So, dann kaufe ich für mein Kind Klemmbausteine und das Kind kauft Klemmbausteine und spielt mit Klemmbausteinen. Und beim nächsten Mal findet es vielleicht ein Lego-Set oder findet es vielleicht ein Kader-Set oder ein Q-Man-Set. Ist doch wurscht, aber das belebt das Geschäft. Wenn ich aber nichts finde, was mir Spaß macht und es gibt nur diese eine Sorte, dann nehme ich was anderes. Und dann spielt das Kind halt mit Playmobil, was auch toll ist, habe ich auch als Kind gehabt. Aber auch mit weiß ich nicht, mit Videospielen oder mit dem Handy oder keine Ahnung. Ne? Aber ich finde, Mitbewerber wären toll. Und es gibt so tolle Sets. Und es wäre schön, wenn ihr da spenden würdet. Gerade für die Kinder, für Waisenhauskinder oder ja, dann das ist doch was, was man unterstützen kann. Entschuldigt, das ist mal ein ganz persönliches Video und mal ganz außer der Reihe. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es hat nicht so viel mit Löwenzahn zu tun, aber es kommt gleich noch was. Aber ich hoffe, ihr versteht, worum es mir geht. Also mir geht es nicht darum, Lego-Bashing zu betreiben. Das ist Blödsinn. Ich finde es bloß die Art und Weise, wie man da mit einem Händler, einem Familienunternehmen, weil Thorsten, seine Frau und sein Schwiegervater arbeiten in diesem Unternehmen und dann hat er noch Angestellte. Und muss man doch nicht. Lego ist ein Millionenkonzern. Ja? So geht man nicht mit Konkurrenten um. Tut mir leid. Macht man nicht. Kann man... Also wirklich, wer so Angst hat vor den Mitbewerbern, dann soll er mal sein Produkt überdenken. Ganz ehrlich. Man kann natürlich sagen, ich sage jetzt, oh, ich arbeite für den 18-Markt. Es gibt genug Leute, Erwachsene, die mein Produkt kaufen. Und ich bringe jetzt nur noch für die was raus. Okay, dann wundere dich aber nicht, wenn deine Mitbewerber die Lücke schließen, die du hinterlässt. Es ist nun mal so. Ja, also Bricks for Kids heißt die Aktion. Spendet für Klemmbausteinsets für Kinderheime in Deutschland. Das wäre sehr gut. Ist egal, es ist keine Mindestmenge. Es gibt auch eine PayPal-Möglichkeit, weil das GoFundMe-Sache, da kann man nicht mit PayPal bezahlen, aber es gibt noch eine PayPal-Adresse. Und wie gesagt, es wird nur dafür benutzt. Es geht nicht um den Rechtsstreit von Thorsten, das ist was ganz anderes. Er möchte bloß daraus was Positives machen und Kinderheime unterstützen. Und das unterstütze ich. Und vielleicht ihr auch. So, und jetzt gehen wir mal dahin, worum wir hier überhaupt sind. Nämlich zu Löwenzahn. Ich habe ja gesagt, wir sind ja bei, ich habe es jetzt vergessen, ich bin ja ganz raus. Also wir hatten ja eine Marke überschritten bei den Abonnenten, bei mir im Kanal. Da möchte ich nochmal Dankeschön sagen. Und ich habe gesagt, ich melde mich nochmal und mache nochmal ein kurzes Video. Jetzt machen wir das halt zusammen. Ja, noch sieht es hier so aus. Demnächst werden wir umziehen, wahrscheinlich. Wir hatten hier einen Wasserschaden. Und ja, dann heißt es Kisten packen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich noch dieses Video machen. Also vielen, vielen Dank für alle, die da draußen jetzt immer die Löwenzahn-Fanclub-TV-Videos anschauen und die das gut finden. Danke für eure Abos. Danke, dass ihr da seid. Wenn ihr Spaß dran habt, schreibt mir doch auch mal. Das wäre nett. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, ich würde mich freuen. Da gibt es so ein, ja, da steht Abonnieren. Kann man auch so eine Glocke drücken. Dann kriegt man immer Benachrichtigungen, wenn es neue Videos gibt. Es gibt neue Videos. Wir werden Neues machen. Vielleicht will ich auch mal, ich weiß noch nicht, aber eigentlich möchte ich ja mal mit euch ans Set. Mal gucken, mal schauen, ob das klappt. Naja, wenn die ganze Corona-Sache vielleicht abgeebbt ist, ein bisschen weniger, ein bisschen, dann können wir das vielleicht mal machen. Mal schauen. Also auf jeden Fall werden wir mal nach Bärstadt fahren. Ob da jetzt gerade gedreht wird, das kann ich nicht versprechen, aber wir werden zusammen mal nach Bärstadt fahren und dann werde ich euch das nochmal zeigen, wie es dort ausschaut. Jo.
Denn es gibt ja einige, die fragen mich immer, oh, wo ist denn der Drehort? Wo er ist, will ich nicht sagen. Man kann es rausfinden, wenn man möchte. Von mir erfahrt ihr es nicht. Ich zeige es euch aber, wie es da ausschaut. Das kann ich tun. Ne? So, jetzt möchte ich aber zur Feier. Wir möchten feiern. Und dann möchte ich was verschenken. Denn ich finde es toll, dass wir jetzt diese Anzahl an Abonnenten haben. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Dann möchte ich natürlich auch was verlosen. Und zwar, ich verlose, weil ich ja erstens umziehen muss, unter alle denen, die jetzt, wie machen wir das? Was machen wir denn dazu? Unter alle denen. Ja, pass auf. Genau. Unter alle denen, die jetzt unter diesem Video kommentieren und dieses Video teilen, wegen der Aktion mit Bricks for Kids ist mir das ganz wichtig, da können wir das ja verbinden. Teilt dieses Video und schreibt mir in die Kommentare hier unter dieses Video, wo ihr es geteilt habt. Vielleicht euren Kanal, ist ja auch schön, kann man ein bisschen Werbung machen für euch. Und ihr könnt auch schreiben, ich habe es geteilt auf meiner Facebook-Seite. Schreibt, welche Facebook-Seite das ist. Das ist einfach toll. Ja, es geht nicht darum, dass ich es kontrollieren will, sondern ich will mal sehen, ob wir das ein bisschen publiker machen könnten. Und genau. Also, zur Feier des Tages, weil wir. Ich habe jetzt gar keinen Moment, da müsste ich ja mal schauen. Jetzt. Oh, ho, ho, ho. YouTube. Wie viele Abonnenten haben wir denn derzeit? So. So, wir über die. Oh, über 300. Das ist wunderbar. Also, über 300 Abonnenten haben wir. Wunderbar. Wir sind ein ganz kleiner Kanal. Macht aber nichts. Ich freue mich trotzdem. 300 Abonnenten. Geil. So. Und da verlose ich was. Also, teilt dieses Video auf den Facebook-Seiten, auf YouTube, auf euren Kanälen und schreibt es mir unten in die Kommentare. Alle, die das gemacht haben, unter denen verlose ich was. Und zwar. Ich werde da so ein Überraschungspaket packen. Ich habe hier noch ganz neu, ganz frisch vom ZDF. Dankeschön dafür. Neue Taschen. Da habe ich so ein paar von. Dann habe ich hier noch zwei Klemmbausteinsets. Ich muss umziehen. Ich brauche Platz. Und die habe ich noch nicht gebaut. Noch. Frisch verpackt. Die werde ich verlosen. Und dann habe ich hier noch eine DVD Best of Löwenzahn. Werde ich verlosen. Dann habe ich noch Tour Natur. Ein Magazin, ein Buch. Kommt auch noch rein. Dann werde ich noch so mal schauen. Ich weiß noch gar nicht, was ich noch habe. Aber es wird noch mehr dazukommen. Und dann packe ich einfach, ich werde alle, die das Video hier teilen und Bricks for Kids ein bisschen damit unterstützen. Ihr müsst vielleicht nicht, vielleicht sagt ihr, oh, es ist gerade Corona und ich bin Kurzarbeit, ich auch. Ich habe nicht so viel Geld, alles kein Problem. Aber unterstützt das, teilt dieses Video, teilt Johnnys Video, aber dieses Video, um mit an der Verlosung teilzunehmen. Und schreibt mir bitte in die Kommentare. Schreibt mir doch rein, ich habe es geteilt hier, meine Webseite oder meine Facebook-Seite oder meine YouTube-Seite. Erstens Werbung für euch, ich gucke mir die gerne an. Ja, ich möchte ja auch wissen, was macht ihr denn so? Vielleicht habt ihr auch eine tolle, weiß auch immer, ihr habt auch ein tolles Hobby oder ihr macht tolle Löwenzahn-Videos, wer weiß? Oder Keks-Videos oder ihr habt einen Berner Sennenhund und der ist lustig und macht tolle Sachen. Ganz toll, dann gucke ich mir das an. Ich kann euch noch empfehlen, was ist noch? Achso, ja, genau. Ein bisschen sortieren. Bin gerade ganz aus der Reihe. Pass auf. Also, Löwenzahn News erstmal. Löwenzahn News, unser liebes Löwenzahn-Team. Viele Grüße an die alle. Sind jetzt derzeit in den Bergen und drehen eine Winterfolge von Löwenzahn. Ja, also viele Grüße an Guido, an Carola, an Keks. Und an, ich weiß gar nicht, wer dabei ist, an Yasemin vielleicht Herrn Klute, an das Team von Studio TV Film. Wir grüßen euch, bitte passt auf euch auf,
Hab viel Spaß. Wir sind schon sehr gespannt auf das Schneeabenteuer von Fritz Fuchs und Keks. Hab da schon ein paar Fotos gesehen. Und es wäre nett, wenn ihr noch mehr Fotos machen könntet. Ich werde versuchen, diese Fotos bei uns auf der Webseite zu präsentieren. Und ja, also das sind die Löwenzahn-News, die wir gerade haben. Dann gibt es was ganz Tolles. Es gibt einmal einen Löwenzahn-Podcast, einmal von uns hier, von mir. Klatsch und Tratsch im Elchwinkel heißt der. Den gibt es bei Amazon Music, bei Apple Music, bei, ich vergesse mal, wie die heißen. Also ich verlinke den auch immer bei uns auf der Webseite, auf der linken Seite, im linken Menü. Da findet ihr die Podcast-Folgen. Aktuell sind es zwei. Und dann gibt es noch was ganz Tolles neben mir, der da rumquatscht. Ich suche übrigens noch für den Podcast jemanden, der mich da unterstützt. Also wer Interesse hat, mich da zu unterstützen, der kann gerne sich bei mir melden, sascha@löwenzahnfanclub.de. Wer sowas schon mal gemacht hat, ja. Demnächst werden wir eine Folge machen, da werde ich zusammen mit Georg was erzählen über Löwenzahn, über seine Löwenzahn-Fan-Erfahrung, wie wir uns zusammengefunden haben. Also das wird demnächst auch noch kommen. Jo. Und dann gibt es aber auch noch einen Fan-Podcast, und zwar Hinterm Bauwagen heißt der. Den gibt es auch bei YouTube. Schaut mal, Hinterm Bauwagen. Wenn ihr, ganz einfach findet ihr den, wenn ihr bei uns bei YouTube seid, bei unserem Kanal Löwenzahn Fanclub. Dort findet ihr ja die ganzen. Jetzt bin ich raus. Na, was findet ihr? Die Playlisten. Genau, die Playlisten findet ihr dort. Und da gibt es eine Playlist, die nennt sich Löwenzahn Hörspiele. Die wird demnächst noch umbenannt in Löwenzahn Hörspiele und Podcasts. Und dort findet ihr die Podcasts, die beiden Folgen, die jetzt online sind, von Hinterm Bauwagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich meine Podcast-Folgen auch noch hier bei YouTube reinstellen will, soll, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Interesse, dann schreibt mir mal, ob ich das machen soll. Wenn ihr sagt, ich habe aber kein Amazon Music, Apple Music oder wo auch immer das noch ist, dann schreibt mir, dann werde ich das machen. Ihr könnt natürlich die Folgen auch auf der Webseite anschauen, www.löwenzahnfanclub.de. Jo, das war's von mir. Und, ui, mein Peter ist umgefallen. Ja, habe ich bekommen von einem Löwenzahn-Fan. Hat er selbst genäht, das ist ja hier so ein Zeichenmännchen zum Zeichnen, ne? Und dann hat er mir einen Peter Lustig genäht. Ganz toll. Hier mal näher rankommen. Löwenzahn-Fan KD nennt sich sie bei uns im Forum. Ach du Schreck, jetzt weiß ich gar nicht, wie sie hier bei YouTube heißt. Habe ich vergessen, aber Löwenzahn-Fan KD. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich hoffe, auch du hast Spaß mit dem Poster. Und dann gibt es noch was ganz Neues. Ich kann es leider nicht zeigen, aber es gibt bei Brickling gibt es eine tolle Anleitung für einen Löwenzahnbauwagen aus Klemmbaustein zum Nachbauen. Das einzige Problem, was da ist, die Teileliste ist nicht aktuell. Also beziehungsweise ihr werdet bei Brickling, gehört ja zu Lego, werdet ihr die Teile nicht alle dort kriegen. Weil dieser Bauwagen wird aus älteren Teilen gebaut und nicht alle Teile sind in dieser Anleitung, also in der da hinten in den letzten Seiten gibt es ja immer so eine Teileliste und die ist nicht komplett. Das liegt daran, weil Bricklink gehört zu Lego. Lego hat verboten, dass Alternativhersteller oder Teile von Alternativherstellern dort angeboten wird, weil Bricklink ist ein Marktplatz, wo man Lego-Teile kaufen kann, gebraucht. Ja, jeder kann da seinen Shop aufmachen und kann gebrauchte Lego-Teile verkaufen. So habe ich das verstanden. Und man kann da auch Suchlisten eingeben und ganz tolle Sachen. Eine Menge Möglichkeiten. Ich bin da zwar jetzt auch angemeldet, aber ich bin noch nicht durchgestiegen. Etwas unübersichtlich und
Jahr. Mir ist auch gerade nicht daran, Lego zu unterstützen. Aber diesen Mock, nennt sich das ja, My Own Creation, diesen Mock-Hersteller, der diesen Löwenzahn-Bauwagen, diese Anleitung dafür gebaut hat, die kostet 3 €, die habe ich mir runtergeladen und die sieht ja wirklich klasse aus. Und ich werde nicht dazu kommen, jetzt irgendwie was zu bauen, weil, wie gesagt, ich muss umziehen und muss jetzt den ganzen Kram erstmal einpacken und danach wieder ausbauen. Also erst, naja, erst muss die Wohnung gemacht werden, dann muss das eingerichtet werden, dann muss hier alles wieder verkabelt werden, dann muss alle Bücher wieder rein. Es ist eine Menge. Also, da gibt es bei Bricklink gibt es aber trotzdem eine tolle Anleitung für einen Löwenzahn-Bauwagen. Die kann ich euch ans Herz legen. Also wer mit Lego und Klemmbaustein baut, guckt euch die an. Ich hätte sie ja gerne toll. Ich habe auch Blue Bricks angeschrieben und habe darum gebeten, ob die nicht so einen Bauwagen mal entwerfen könnten und den auf den Markt bringen könnten. Das wäre ja absolut geil. Mit einem kleinen Keks und einer kleinen Hütte und hier so ein. Das sieht jetzt nicht so aus. Also, das war jetzt mal. Ich glaube, gefühlt nach 100 Jahren mal wieder mit Klemmbausteinen gebastelt. Ja, das waren jetzt alles Mögliche an Klemmbausteinen, die ich so habe. Und dann habe ich mal hier so einen kleinen Kiosk gebastelt. Einfach mal so. Ich habe mich mal hingesetzt. Das war sehr entspannt. Ich habe mal die Klemmbausteine meiner Kinder sortiert. Das ist ja hier. Ach, das ist alles. Also, das ist Q-Man, das ist Lego-Steine. Och, was ich weiß, da gibt es noch ganz verschiedene. Und ja, habe ich einfach mal gebastelt. Ganz lustig. Einfach mal so. Ist ja mal ganz entspannt. Und ja, wer das auch machen will, der kann jetzt gerne einen Löwenzahn-Bauwagen basteln. Es gab vor einiger Zeit ja auch schon mal jemanden, der den Fritz-Fuchs-Bauwagen und auch den Peter-Bauwagen gebastelt hat. Da hatte ich auch mal Bilder auf der Webseite. Musste mal schauen, ob ich die noch habe. Ansonsten werden die nochmal hochgeladen. Und jetzt gibt es aber eine tolle Anleitung und ich hoffe eigentlich, es wäre schön, wenn Blue Bricks, die stellen nämlich eigene Sets her, wenn die einen eigenes Set entwerfen würden mit einem Bauwagen und einem Kiosk und einem Berner Sennenhund und so. Das würde ich schön finden. Ja, gut. Genug geschwafelt. Tut mir den Gefallen. Also, gibt zwei Sachen. Bricks for Kids. Einfach mal schauen. Guckt euch das Video von Johnny's World an. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Dann wisst ihr, worum es geht. Und ganz am Ende von seinem Video erwähnt er nochmal Bricks for Kids. Ich werde auch alle die Verlinkung zu GoFundMe in die Videobeschreibung schreiben. Dann PayPal-Adresse von Thorsten werde ich reinschreiben, wenn ihr dem unterstützen wollt, entweder über GoFundMe oder über PayPal. Beide Summen werden dann zusammengenommen und das ist schon eine riesige Summe zwar entstanden, aber lasst das nicht dabei enden. Teilt dieses Video hier, dann könnt ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen. Dann können wir hier die ganzen Sachen zur Feier von 300 Abonnenten vom Löwenzahn Fanclub. Könnt ihr denn die Sachen hier alle gewinnen und noch viel mehr? Ne? Unter all denen, die das teilen, dieses Video teilen und es in die Videobeschreibung schreiben, so, sonst weiß ich ja gar nicht, dass ihr geteilt habt, verlose ich halt diese ganzen Sachen. Ne? Gut. Also, das war's von mir. Ein ganz spontanes Video, ne, Peter? Ich sage jetzt mal abschalten und ich baue jetzt noch eine Runde oder ich packe zusammen. Ich glaube, ich baue noch eine Runde.